Ich bin Christian. Mein Name ist Eva. Hi, ich bin der Alex. Ja, ich bin Franzi. Ich bin der Mike. Herzlich willkommen zur Übergabe. Wir wollen einfach mal einen guten Überblick über aktuelle Entwicklungen in der Pflege geben. Also wir haben hier heute Andreas Büscher sitzen. Professor Dr. Benjamin Kühmer von der Hochschule Osnabrück. Herr Westerfellows, uns würde interessieren, was sind eigentlich so Ihre Aufgaben als Pflegebevollmächtigter? Und wie gestaltet sich eigentlich so die Zusammenarbeit mit dem Herrn Spahn? Wilfried Schnepp. Ich leite hier in Witten am Department für Pflegewissenschaft den Lehrstuhl Familienorientierte und Gemeindenahe Pflege. Vielen Dank, Herr Spahn. Danke Ihnen für die Reise hier nach Berlin. Es hat sehr Spaß gemacht. Genau. Schönen Gruß an alle Hörer. Ich sitze hier jetzt mit Markus May. Sie sind Präsident der Landespflegekammer Rheinland-Pfalz. Und zwar ist es niemand Geringeres als Dr. Klaus Wingenfeld. Hallo. Hallo. Und mit uns sitzt am Tisch Professor Dr. Michael Iswort. Wir sprechen heute über Feminismus, Care und oder Sorgearbeit und die historische Entwicklung der Pflege. Wir sprechen heute über das Thema Generalistik in der Pflegeausbildung. Wir beobachten quasi die Pflegelandschaft und kehren das alles mal so ein bisschen zusammen. Dass sterbende Menschen erstens Menschen sind, die sich als Teil des Lebens betrachten. Mhm. Dass es Menschen sind, die wollen, dass man mit ihnen kommuniziert, weil sie noch da sind. Und welche sind, die sich kümmern? Ein Expertenstandard ist aufgebaut anhand der Schritte des Pflegeprozesses. Mhm. Ja, das halte ich für tatsächlich eine sehr gute Struktur, weil seit langem der Pflegeprozess die Grundlage ist für systematisches Pflegehandeln. Mhm. Und weil jetzt das Pflegeberufegesetz das Ganze nochmal unterstützt wird, Steuerung des Pflegeprozesses als Vorbehaltsaufgabe. Das heißt, wenn ich mir über Pflegehandeln Gedanken mache, glaube ich, ist dieser Handlungsrahmen ganz gut. Darum geht es eigentlich tatsächlich, dass man auch in der Basis, also am Patienten, am Bewohner, in den Teams darüber nachdenken muss, gibt es Erkenntnisse zu bestimmten Problemen, die wir haben, die wir nachlesen müssen, wissenschaftlich nachlesen müssen. Also das fängt ja dann auch damit an, bin ich in der Lage, Datenbanken aufzusuchen, nach Aufsätzen zu gucken, zu wissenschaftlichen Erkenntnissen, zu bestimmten Themen. Und vor allen Dingen, wie kann ich, das ist jetzt das Spannende, diese Erkenntnisse, die ich dann in so einem Aufsatz lese, dann auch wieder rückbinden in meine Praxissituation. Ich würde mir schon wünschen, dass erkannt wird, dass die Pflege mehr kann als das, was ihr heute zugetraut wird. Und das heißt, eine Ausweitung von Kompetenzen, eine Ausweitung von Aufgaben, gerne auch eine Ausweitung von Vorbehaltsaufgaben, wo wir im Thema sind, und darüber dann auch weitere Qualifikationswege, also etwa stärkere akademische Qualifizierung und damit eine andere Stellung der Pflege im Gesundheitssystem. Pflege kann mehr, wenn man sie lässt. Was kann man dem entgegensetzen? Dem kann man eigentlich natürlich nur Qualifikation, Qualifikation, Qualifikation entgegensetzen. Das heißt, wir warnen vor jeder Dequalifizierung und vor jeder kompletten Dequalifizierung der Pflege. Es ist mein Auftrag als Wissenschaftler zu schauen, was haben wir an Wissen denn überhaupt schon vorliegen zu bestimmten Themen und das dann eben aufzubereiten und nutzbar zu machen. Damit sagen wir Tschüssi. Tschüss. Genau, Leute. Macht's gut. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.